mit meiner Schlossknackfertigkeit wäre das Spiel viel einfacher. Das ist immer noch sehr, sehr richtig. Aber wenn wir jetzt mal in unser Inventar schauen, haben wir von der Sorte ja schon zwei. Einen haben wir nämlich in der im Bergwerk gefunden. Der lag da einfach auf dem Boden. Naja, bin gespannt, wofür wir die noch brauchen. Und hier können wir uns nochmal duellieren. Ja, ey, das Duell. Dieses Duell ist ja wie im Schlaf zu meistern. Ach du Scheiße. 40 Health! 40 Herzen! Oder Lebenspunkte! Oder wie auch immer man es nennen will. Eieiei. Okay, 40 sind schon echt nicht schlecht. Dann tun wir die zwei weg und das Hörnchen schon mal raus. Was hat denn der für Karten, dass der mit zwei Karten bitte 6 Mana herstellen kann? Ich meine, unser Bär ist gerade mal 2 Mana wert. Ich glaube, dieses Duell werden wir sehr, sehr heftig verlieren. So. Einmal so, einmal so. What? Die haben 0 Angriff. Die haben... Das sind einfach nur Bodyguards. Mehr oder weniger. Die können zwar angreifen, aber machen keinen Schaden. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen... Machen wir das doch mal so. Ja. Gut. Ja, der eine Schadenspunkt, den kann ich jetzt verschmerzen. ja. Der Grafiker. Der Grafikprogrammierer oder was war das für eine Karte? Die ist so heftig. Die kostet genauso viel wie... Die spielen wir jetzt auch definitiv aus. Ah, und wir kriegen sogar einen Mana, wenn der am Ende der Runde überlebt. Oder habe ich das gerade richtig gesehen? Den spielen wir doch glatt nochmal aus. Und zwar eigentlich direkt hier, oder? So, so. Genau, wir kriegen einmal Mana pro... Das finde ich geil. Okay, die... Okay. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt gar nicht geil. Ja, ich kann euch zwei nur opfern, um dann hier gleich mal ein bisschen anzugreifen. Aber wir sind jetzt immerhin schon mal vorne. Und kriegen immerhin ein bisschen mehr Mana dazu. Ist gar nicht so schlecht. Ah. Okay. Lalala. Der würde reichen, um dieses Dämonen... Mädchen hier wegzukriegen, wenn es denn ein Mädchen ist, sieht es für mich so aus. Wir können jetzt auch noch, pass mal auf, wir machen das jetzt so, nein, so und so. Dann haben wir ein volles Blatt und wir schlagen uns hier schön durch und kriegen Mana durch unseren Programmierer. Finde ich sehr schön. Der hat noch sehr viele Death-Karten. Das ist eigentlich alles. So, dann hauen wir das hier so raus. Und dann... Ja, sieht doch ganz gut aus. Für das, dass er so 40 Health hatte, ist das relativ angenehm gewesen, sage ich jetzt mal. So...
Ja, wir können eh nichts spielen, von daher sammeln wir Mana. Und haben gewonnen. Und nur 2 Stärkenpunkte verloren. Also Lebenspunkte. Gutes Spiel. Hier, ihr verdient diese Karte. Die grüne Sondereinheit. 8 von 61 Karten. Immerhin. Und das dürfte dann die Bibliothek sein. Willkommen in der großen Bibliothek von Genua. Wir katalogisieren die ältesten Texte, damit sie genau untersucht werden können. Okay, ich sehe eine Truhe. Und darin befindet sich... Mana! Nice! Glutenfrei. Nice! Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Buch, das dem Forscher Largo bei einer Expedition zum erstarrten Kontinent in die Hände fiel. Also ich könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. Ja, möglich. Langsam fange ich an, mir Sorgen um das liebe Fräulein Velvet zu machen. Ich hoffe doch sehr, dass sie bei ihrer Reise zu dieser Pirateninsel nicht in Schwierigkeiten geraten ist. Ach, hey. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit ehemaligen Schülern zu unterhalten. Ich sorge lieber dafür, dass sie mich nicht sehen. Ja, okay. Wir haben sie gerettet, also alles easy. So, gibt es hier irgendwelche interessanten Bücher in den Regalen? Soll ja alles möglich sein. Hier in der Kiste vielleicht. Nein. Keine interessanten Bücher. Bei der Geschichte von Dalkin, dem Roten, stehen mir die Haare zu Berge. Natürlich, er war ein fantastischer Oberst, doch er opferte seine gesamte Armee um den Tod des Magus. Gab es denn keine sanftere Methode, um das zu erreichen? Tja, wohl nicht. Der Dalkin. Ein guter Kerl. Naja, wie man sieht. Auf jeden Fall. Ach, ihr habt an der Geschichte des Kaiserreichs Interesse? Wusstet ihr, dass nach der Niederlage des Kaisers eine überwältigende Menge von Dämonen wie von Zauberern in Dämonia auftauchten? Dadurch zog sich der Krieg noch länger hin und forderte noch mehr Opfer. Ja, weil ihr einfach nicht vernünftig miteinander reden könnt und das nicht friedlich lösen könnt. Das ist immer sehr ärgerlich. So, hier ist sonst gar nichts. Aber immerhin haben wir Mana gefunden. Das ist schon sehr geil. Denke mal, die wird für Velvet sein. Im Krieg konnte man als Leutnant berühmt werden. Doch zu Friedenszeiten gibt es keine Feinde, gegen die eine Armee kämpfen könnte. Glaubt ihr, dass irgendjemand bald angreifen wird? Das wäre ganz toll, dann wäre wieder Action hier. Der Palast ist nicht mehr so gut erhalten wie früher. Ich nehme an, das ist normal. Alle wollen sich lieber amüsieren oder Geld verdienen, anstatt dem Kaiser zu dienen. Wir Wachen werden ihm aber bis zum bitteren Ende treu ergeben sein. Ah, dann seid das mal ruhig. Nichts für mich. So. Das Kolosseum ist geschlossen. Wir haben nicht genug Gladiatoren. Wer kämpft schon, wenn er nicht dazu gezwungen ist? Kommt später wieder. Vielleicht suchen dann ja ein paar mutige Kämpfer eine Herausforderung. Was ist, wenn ich eine Herausforderung suchen wollen würde? Dann darf ich nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, was haben wir hier? Ah, wir können wieder battlen. Sehr schön. Das alte Gefängnis wurde vor langer Zeit verlassen. Als ich aber letzthin daran vorbeilief, hörte ich merkwürdige Geräusche im Inneren. Vielleicht waren es ja nur Ratten. Aber vielleicht auch ehemalige Gefangene, die vergessen wurden und schon auf Verhungern sind, aber noch nicht verhungert sind nach 50 Jahren. Wer weiß das schon. Wir sind bereit für ein Duell. 10 Health. Ja, gut. Dann hat er entweder sehr mächtige Karten. Oder... Ah, wir können das sogar direkt so machen. Oder... Er ist einfach nur schlecht.
Gut, das ist jetzt nicht das Problem. Wir spenden die beiden und setzen den hier und dann greifen wir einfach auf direkt mal an. Und haben gewonnen. Easy going. Schon wieder verloren. Hier, ihr verdient diese Karte. Und wir bekommen die kaiserliche Wache. 9 von 61 Karten. Yay. Sehr schön. Wir schauen uns gleich den Kelly hier oben an. Wir haben einen weiteren Schlüssel der Kinder gefunden. Also, wenn wir die wirklich hauptquestmäßig suchen müssen, das ist ja eine Katastrophe. Den hätte wahrscheinlich nicht jeder gefunden. Ich gehe nur wirklich an jede Kiste ran und versuche mich da... Okay, vielleicht hätten wir einen Hinweis erhalten. Das wäre vielleicht möglich gewesen, aber... Okay. So finden wir doch schon einiges. Gefällt mir. Was, wir können dich nicht herausfordern? Diese Kinder scheinen mal wieder nichts Gutes im Schilde zu führen. Wie sind sie an die Schlüssel zum alten Gefängnis gekommen? Ich sehe schon, wir müssen ins alte Gefängnis. Hey, da oben geht's doch runter. Was? Ihr wollt unsere Geheimbasis betreten? Zuerst müsst ihr mir die 5 Schlüssel bringen, um zu beweisen, dass sie zu uns gehört. Wir bewachen unsere Schlüssel streng. Das wird also nicht einfach. Aha. Wo zum Teufel ist mein Schlüssel? Verflucht! Ich muss ihn beim Spielen im Bergwerk im Westen von Genua verloren haben. Den haben wir. Okay. Dann kriegen wir noch 2 Hinweise, die wir gebrauchen können, eventuell. Das alte kaiserliche Gefängnis wird nicht mehr genutzt. Alle gefangenen Dämonen wurden zum Bergwerk gebracht. Dort machen sie sich zumindest nützlich. Ja. Diese Tür ist fest verschlossen. Ja, toll. Hey, mein Vater war ein Leutnant in der kaiserlichen Armee. Er versteht einfach nicht, dass sie die Zeiten geändert haben. Der Kaiser hat mittlerweile kaum noch Macht. Und die Armee ist im Prinzip reine Formsache. Ich glaube, ich werde Händler. Ja. Angeblich lebt Leuten. Ah ja, Gott, ja. Dich kennen wir schon. So, waren wir jetzt hier hinten schon drin? Kann sein. Ja, waren wir. Nee. Der Prophet. Nee. So, und wo sind denn die restlichen 4 Kinder? Dessen hier zum Beispiel. Also, mein Papa ist Händler. Und wenn ich groß bin, werde ich genauso falsch wie ihr. Ich bin eine angebrühte Geschäftsfrau. Was? Mein Schlüssel? Ja klar, er steht zum Verkauf. Ich glaube aber nicht, dass ihr ihn euch leisten könnt. Er ist nämlich total selten. Also gut, wenn ihr unbedingt wollt, gebe ich euch einen Rabatt. Seid ihr bereit? Ich gebe euch meinen Schlüssel für 10 Gulden. Ja. Was? Echt? Ihr wollt meinen Schlüssel für 10 Gulden kaufen? Boah, Hammer! Ich bin reich! Hier bitte! Tada! Ein Schlüssel für die Kinder! Haben wir schon 4 von 5. Immerhin, das ist jetzt einfacher gegangen, als ich gedacht hatte. Nur, wo ist das letzte Kind? Hier, da, ich sehe dich. Ihr glaubt, dass ich euch verrate, wo ich meinen Schlüssel versteckt habe? Hahaha, wenn ihr der Postbote wärt, dann vielleicht. Aber so viel Glück habt ihr nicht. Was? Briefkasten. Briefkasten. Ja. Und damit haben wir auch den 5. von 5 Schlüssel der Kinder. Nice. Das ging jetzt wesentlich schneller als gedacht. Okay. Dann können wir das alte Gefängnis betreten. Hier haben wir ja jetzt mit jedem gequatscht, alles angesehen. Ich wüsste nicht, was wir vergessen hätten. Maximal im Inneren des Innen, aber da ist ja auch nichts mehr. Gut, dann zeigen wir ihm mal unsere 5 Schlüssel. Ja, wollen wir? Was? Ihr habt die 5 Schlüssel? Boah, das ist ja vielleicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. Der Prophet, natürlich. Ich bin gespannt.